Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 3. Ich habe schon mal mit den ganzen Nebencharakteren gesprochen, da habt ihr wirklich nichts verpasst. Aber Sandy hier hat schon mal unsere Erdbeeren hier angepflanzt und die ersten Früchte sind schon da. Ich habe auch schon was geerntet, also lass mich es mit dir teilen. 30 mal frische Kräuter und 10 mal reife Erdbeeren. Oh, die sehen aber lecker aus. Vielen Dank, das ist wirklich hilfreich. Ja, gern geschehen. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, bei der Band, da wird Pablo jetzt singen. Und Lacrosse ist ein bisschen, oder beziehungsweise wenn wir Tennis ist ein bisschen wie Lacrosse. Juna schlägt sich gut. Kairi macht jetzt hier die Medizinstation direkt, also Toa kümmert sich da gar nicht mehr drum. Sondern weil Kairi bei der Exkursion so gut aufgepasst hat in Sachen medizinische Versorgung, kann das jetzt hier alles selber machen. Was ist das? Ist das ein Finger? Das ist ein Finger hier. Verstehe. Professor ist das. Ja, es ist ein Stück des riesigen Ions, der in Sutherland aufgetaucht ist. Die Bahnpolizei hat mir alles vorbeigebracht, was sich noch einsammeln ließ. Irving hat ihnen gesagt, sie sollten mich nicht damit belästigen. Aber was hat der schon zu sagen? Tja, er muss sie wirklich gezwungen haben. Also, was hast du denn rausgefunden? Ich kann mit diesen kleinen Teilen keine akkurate Analyse durchführen, aber ich kann eine Sache sagen. Vom Standpunkt eines Ingenieurs hat sich der Ion seltsam bewegt. Die Legierung von der Gesellschaft entwickelt, Kurda Lagon hieß sie. Das ist ein überlegenes Material. Viel besser als der spezielle Stahl, aus dem die Panzersoldaten gebaut sind. Aber nach meinem Testen kann es unmöglich stabil genug sein, um einen so großen Körper zu tragen. Und dann auch noch die Tatsache, dass diese Legierung eine Klinge aus Semurienerz geblockt hat. Ja, letztendlich ging sie dann doch durch, aber stimmt schon. Nach Valimars Aussagen, hat irgendeine seltsame Kraft dieses Gefährt oder diesen Mecher be bewegt. Very well. If we're lucky. We may even meet the conditions to start it up. Well, the experiment's over, so whatever. Was haben Sie überhaupt damit gemeint? Ich werde so viel es geht forschen, soweit es mir mit diesem kleinen Teil hier möglich ist. Du solltest vorerst nach Hause gehen und bei guter Gesundheit bleiben. Denn so kriegen wir gute Daten von dem Test. Ein Test im Keep? Morgen? Ja, natürlich. Ich habe es schon als Pflichtveranstaltung eingetragen. Und ebenso die Schüler als Teilnehmer, genau wie du es verlangt hast. Verstanden. Danke, Professor Schmidt. So, jetzt gehe ich, bin beschäftigt. Ja, ich habe mich auf Kämpfe auch schon wieder vorbereitet und die Masterquarze neu verteilt. Also wir sind ja nur noch zu viert und dann habe ich halt von den anderen Leuten geguckt, was würde vielleicht am besten passen und das halt so eingesetzt.
Ach so, genau, eine Sache hatte ich noch vergessen zu erwähnen, wollte ich eigentlich am Anfang direkt machen. Unter Folge 30 findet ihr nochmal eine Zusammenfassung dessen, also dieses Hamel-Vorfalls, nochmal in Textform. Und unter Folge 31 findet ihr nochmal einen Kommentar, wo erklärt wird, warum die Bracer hier in Erebonia ja so einen schweren Stand haben. Mint ist so witzig. Sie hat wirklich die Stimmung hier aufgehellt. Ja, da bin ich aber froh, das wird sie freuen zu hören. Aber handelt ihr keinen Ärger ein, ja? Nein, mache ich nicht. I'll help. Ja, es gibt hier neue Quarze, wie ich sehe. Die Welt 2 zum Beispiel. Müssen wir uns dann bei Gelegenheit mal angucken. Können wir auch mal Geld tauschen. Thanks. I'll help. An Waffen hat sich, glaube ich, nichts getan. Bin mir nicht sicher. Thanks. Yes. Okay, keine neuen Masterquarze zu kaufen. Wahrscheinlich nur noch zu finden. ZCF-Goggles. Die haben wir schon einmal ausgerüstet. Das soll reichen. Thanks. Pass auf, dass du nicht runterfällst. So, das wär's. Und wie hat's dir gefallen, Val? Es fühlt sich so an, als hätte ich jetzt eine größere Bewegungsfreiheit in meiner Schulter. Ja, nicht wahr? Also, weiter so, Mint. Mint, was machst du da oben? Hallo, Rian. Guess what? I just... Rate mal, was ich gerade gemacht habe. Ich... Ja, Valimar war schneller. Bist du unverletzt? I'm just fine. Thanks. Ach, Val, ja. Es geht mir prima. Dankeschön. Das war gut, Valimar. Und du musst vorsichtiger sein, Mint. Mein Herz hat gerade einen Schlag ausgesetzt. Ja, tut mir leid. Aber jetzt, wo ich Ingenieurin bin, weiß ich auch noch mehr zu schätzen, wie cool du bist, Val. Als ich auf der Courageous war, wollte ich schon immer Wartung bei dir machen. Aber damals hat sich ja Clara um alles gekümmert. Ah, die stille Meisterin, ich erinnere mich. Danke, dass du da bist, Mint. Aber ich muss sagen, ich bin überrascht, dich jetzt nach unserer letzten Exkursion hier zu sehen. Ja, ich dachte, es wäre ein gutes Training für mich. Und ich möchte natürlich auch ein gutes Vorbild sein für die arbeitende Klasse. Naja, es wäre sicherlich auch zu viel gewesen, das von Tita abzuverlangen. Die hat ja schon so genug zu tun. Danke, Mint. Danke, neuer Meisterkandidat. Ja, ich bin froh, dass ich euch beiden hier helfen kann. Ach übrigens, Rosine und Munk sind in Leaves. Das ist wirklich der letzte Ort, wo ich glaubte, sie nochmal wiederzusehen. Was, du bist ihnen über den Weg gelaufen? Ja, wir haben ein wenig geplaudert. Rosine ist jetzt eine Schwester und Munk ist ein Programmdirektor. Sie sind beeindruckend.
aber ich lasse mich durch sie nicht in den Schatten stellen. Ich werde jetzt nochmal extra hart arbeiten. Mint ist zwar manchmal etwas ungeschickt, aber sehr talent. Und eine großartige Persönlichkeit. Sie hält die Stimmung in jeder Gruppe auf. Das auf jeden Fall. Ja, durch Mint sind die Sachen hier ein bisschen lebhafter. Aber was das Training im Keep betrifft, da muss ich besonders vorsichtig sein, wenn Juna und Kurt mich begleiten. Eine 50 Mira Münze. Ein Omen. Hey there. Didn't realize you were in here. Hey, ich wusste ja gar nicht, dass du hier bist. Hey there, first year. Which hand is the coin in? Left or right? Oh. Oh, did I surprise you? Na, hab ich dich überrascht? Sorry about that. Thanks for picking it up. Danke, dass du die Münze aufgehoben hast. Oh ja, hier bitte. Ich wollte mir hier einen Kaffee ziehen, aber dann habe ich das Wechselgeld auf den Boden fallen lassen. Ich bin nur überrascht, wie weit verbreitet die Sphero-Automaten hier schon sind, die Getränkeautomaten. Ich glaube, sie sind nur hier in der Zweigstelle verbreitet. Ja, kann sein. Ich habe jetzt aber noch ein paar Sachen zu erledigen. Wir sehen uns später. Brauchst du was von mir? Ich wollte mit dir über etwas Bestimmtes reden. Ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, haben Randolph und Crow schon ihre Gemeinsamkeiten. Aber ich sollte ihn nicht damit belästigen. Ich gehe jetzt mal. Vielleicht auch nicht. Macht mir nichts aus. Ja, das ist wirklich nützlich. Ich sollte nicht lauschen. Ich gehe besser mal. Oder hast du noch was zu dem Thema zu sagen? So, wen haben wir hier draußen? Glaube ich, niemanden mehr. In der Cafeteria gab es keine neuen Rezepte. Ich habe mit Major Michael schon Karten gespielt. Sonst gab es hier nur eine neue Zeitung. Und in der Zeitung ist nur eine Sache interessant. Wir werden es jetzt nicht komplett durchlesen, sondern nur eine Sache möchte ich euch kurz zeigen. Hier dieser Vorfall in Sutherland. Es geht eigentlich nur um den letzten Absatz. Ein Zug ist entgleist und die Provinzarmeen haben nur sehr langsam darauf reagiert. Und dadurch wird deutlich, dass es den Provinzarmeen schwerfällt, die Ordnung zu gewährleisten in bestimmten Provinzen. Das ist also natürlich ganz klar ein Schachzug von Osborne, der die Provinzarmeen schwächen möchte, um dann selbst da die Kontrolle, die militärische Kontrolle in den Provinzen zu übernehmen. Also er möchte keine Provinzrepublik mehr haben, also das Land soll nicht mehr dezentral sein, sondern es soll alles zentralistisch regiert werden. Und ein Hinweis gibt es hier, es wird hier eine Bäckerei in Crossbell erwähnt, also können wir mal davon ausgehen, dass unser nächster Ausflug nach Crossbell geht.
Da waren wir ja mit Rean ja noch nie so richtig frei. Also wir waren einmal kurz da, glaube ich, zur Amtseinführung von Rufus. Achso, und Festung Garelia wurde wieder aufgebaut, ja. Nach 2 Jahren. Eigentlich recht schnell. Achso, und ich wollte ja gerade hier rein, genau. Hier war zwar nichts. Muse hat übrigens irgendwie eine neue Teetasse bestellt. Irgendwie so ein antikes Stück aus den östlichen Landen. Für ihren Club. Und hat da mit Maya gerade am Tisch drüber gesprochen. Die beiden spielen Schach. Scheinen die beiden einzigen Clubmitglieder zu sein. Und sie bereiten sich dann halt auf Matches vor gegen andere Clubs. Genau. Ash hat ernsthaft das Lesen angefangen. Das Image ist ihm dabei egal. Also es interessiert ihn nicht, wenn andere Leute sich darüber wundern, dass er was liest. Er entscheidet das halt von Fall zu Fall. Wenn er meint, ein Buch ist gut, dann liest er es. Und wenn es schlecht ist, dann liest er es halt nicht. Im Pool, ja, da waren Milium und Leonora oder wie sie hieß, also die Grünhaarige, am Schwimmen. Achso, und genau. Ich habe Milium wieder gesagt, es tut mir leid. Altina war da am Schwimmen. Und Leonora wünscht sich wirklich, dass hier manchmal eher was aus dem Bauch entschieden wird. Aber egal, was Altina macht, sie muss immer genau darüber nachdenken, was sie tut. Und sie könnte eigentlich auch mal intuitiv handeln. So, dann gehen wir mal zur Direktorin, oder? Ist sie da? Nee. Hä? Ach so, das ist eine Etage unter uns, ne? Celestine. Ja, das schauen wir uns mal an. Oh, Celestine, was machst du? Guten Tag, Meister Rean. Ich repariere etwas an den Terminals. Ich habe sie defragmentiert, deshalb müssten sie jetzt effizienter arbeiten. Ach, du kennst dich mit Zweo-Computern auch aus? Was gibt es denn, was du nicht kannst? Danke, dass du hergekommen bist, um uns zu helfen. Du kümmerst dich um unsere Wohnheime, reparierst unsere Computer. Ich wüsste nicht, was wir ohne dich tun würden. Tja, das ist also der Sharon-Ersatz. Es ist mir eine Ehre, dienlich zu sein. Und da ich durch meinen Lord hierher gesendet wurde, mache ich einfach nur meine Arbeit. Aber diese Zweigstelle hier hat immer noch dieselbe angenehme Atmosphäre, wie ich sie schon von der Thors Hauptakademie kenne. Und da werden schöne Erinnerungen wach, als ich hier in den adligen Klassen in den Wohnheimen damals ausgeholfen habe. Ja, das freut mich zu hören. Es ist eine Weile her, dass ich in Kontakt mit Patrick war. Ich hoffe, dass er... Oder nein, ich hoffe, ich vermute, dass er unheimlich viel zu tun hat. Ja, ist auch so. Er ist extrem beschäftigt, die Sachen für den Marquis zu erledigen. Alles dank dir und deinen Klassenkameraden. Ohne deinen Einfluss wäre aus ihm sicherlich nicht so eine formidable Person geworden. Und wenn man das bedenkt, ist meine Arbeit hier nur ein kleines Dankeschön, ein kleines Abbezahlen meiner Schuld. Danke, Celestine, wirklich. Ach übrigens,
Du hast ja die ganzen Hilfsaufträge oder Hilfsgesuche angenommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, das stimmt. Mir wurde gesagt, das war eigentlich Lady Toas Job, als sie noch Schülerin hier war. Aber ich werde die Aufträge heute durchsehen und so lange musst du dich halt noch gedulden. Ja klar, dann sehen wir uns morgen, Celestine. Ja, ich freue mich auch drauf. Hm? Ja, seitdem Celestine hier ist, ist auch das Essen im Wohnheim deutlich besser geworden. Aber ich weiß nicht, ob er mit Sharon da mithalten kann. So. Hier müsste dann die Wertedirektorin sein. So, jetzt wo die Clubs gegründet wurden, rückt die Schule quasi enger zusammen. Wir kümmern uns um die Ausrüstung, aber hauptsächlich sind die Schüler selbst verantwortlich für ihre Clubaktivitäten. Also, leite die Schüler an und schicke sie in Clubs, die eine Bereicherung für ihre Persönlichkeit darstellen. Sie sollen da nicht einfach nur Zeit verschwenden. Ja, auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht. Ich hätte erwartet, oder ich hätte nicht erwartet, dass dir diese Schülerclubs so wichtig seien. Naja, ich bin doch auch Absolventin von Thoros. Ich habe das Gefühl, es ist meine Pflicht, die Philosophie von der Schule hier auch in der Zweigstelle fortzuführen. Außerdem ist es total logisch, dass wir eine florierende Gruppe von Clubs haben. Ja, es scheint eine gute Abwechslung zu sein für die Schüler. Erst neulich waren ihre Leben noch in Gefahr, aber wenn man jetzt heute in ihre Gesichter blickt, merkt man davon gar nichts mehr. War vielleicht das genau dein Plan? Ach, du kannst es interpretieren, wie auch immer du möchtest. Aber unsere Schützlinge, denen sollte jetzt klar sein, welche wahre Bedeutung der Satz hat, seid immer wachsam, als ob die Welt ein großes Schlachtfeld wäre. Es sollte klar sein, für alle, die einen Blick auf Drecknor Fortress werfen durften. Ja. In unserer Welt ist Gefahr an der Tagesordnung. Wir müssen jeden Tag so leben, als ob wir auf einem Schlachtfeld stünden. Bis zum Ende werden auch die Clubaktivitäten ein Teil unseres Trainings sein. Also sei ewig wachsam, Aschfahler Ritter. Ja, natürlich. Ich gebe auf die Studenten Acht. Nicht nur als Ausbilder von Klasse 7, sondern als Ausbilder der Zweigstelle. Ja, gut gesprochen. Und eine Sache noch. Ich habe etwas arrangiert wegen der Angelegenheit, über die wir uns unterhalten hatten. Es sollte morgen eintreffen. Also freu dich schon mal drauf. Ach ja, Celestine hat schon was darüber verlauten lassen. Ich gebe mein Bestes. So, ich war jetzt überall, wo ich hin musste. Sagt sich Rian. Und ich bin auch der Meinung, die Nebengespräche hatte ich ja wie gesagt schon gemacht. Und ich habe euch ja auch dann nebenbei aufgeklärt, was da alles besprochen wurde. Ach so, und er, hier Freddy, den hatte ich noch nicht erwähnt, der hatte überlegt, ob er hier Baumrinde verspeisen sollte. Aber das wäre ja Sachbeschädigung. Und er vermisst Zikaden. Er würde gerne ein paar Zikaden essen.
Ah, Ausbilder Rian. Bist du auch gerade auf dem Weg zurück? Hallo, Kurt. Ja, ich bin mit meinen Erledigungen durch, also mit meiner Arbeit durch für heute. Und ist euer Club auch schon beendet? Ja, wir sind gerade fertig geworden. Ich wollte heute früh in das Wohnheim zurück und noch ein wenig mit den Schwertern trainieren. Ja, es freut mich, dass du hart arbeitest. Aber vergiss auch nicht, dass nächste Woche noch Panzersoldatentraining ansteht und eine weitere Exkursion. Auch wenn du morgen einen freien Tag hast, nimm dir nicht zu viel vor. Mach dir keine Sorgen, das mache ich schon nicht. Aber dieser Ratschlag klingt ein wenig hohl, wenn er von jemandem kommt, der nach der Schule nochmal den gesamten Campus abläuft. Für Stunden. Ja, okay. Punkt für dich. Also dann, Ausbilder Rian. Ich glaube, die beiden mögen sich wirklich. Dann sehen wir uns ja morgen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ach so, übrigens, wegen morgen. Es könnte sein, dass ich da Klasse 7 nochmal zusammentrommel. Könntest du das im Kopf behalten? Oh, wirklich? Ich habe da kein Problem mit, aber aus welchem Grund? Es hat was mit Professor Schmidt zu tun. Die Details erkläre ich euch morgen. Juna und Altina auch. Oh, das ist Kurt. Und Ausbilder Rian. Hallo, Juna. Hallo, Altina. Geht ihr auch zum Wohnheim zurück? Ja, wir sind uns gerade über den Weg gelaufen. Es ist ungewöhnlich, dass ihr beiden hier so zusammensteht. War das so ein Männergespräch, was ihr hier gerade geführt habt? Nein, es war nichts Wichtiges. Macht euch mal keine Sorgen. Es gab nur eine Sache, die ich ihm erzählen wollte. Aber perfektes Timing, dass ihr auch gerade hier seid. Wisst ihr... Na, Ellie, was meinst du? Was für... Ja, was für Geschichten oder... Ja, Steamy Secrets. Was für dampfende Geschichten oder Geheimnisse haben die vor uns? Also... Das ist mir nicht bekannt. Aber ich habe schon ein wenig Dampf, also Leidenschaft, in ihrer Unterhaltung bemerkt. Aber zum Wohle von Klasse 7 denke ich, dass wir es begrüßen sollten, wenn sich die Beziehung untereinander verbessert. Ja, da hast du recht. Ach, da fällt mir ein, wir wollten noch einkaufen gehen. Komm schon, Ellie. Ich bin mir ein bisschen unsicher, so wie die uns gerade angesehen haben. Aber ich freue mich darüber, wie nahe die beiden sich mittlerweile stehen. Ja, ich mich auch. Altina ist ein Sonderfall, aber sie hat sich Stück für Stück verändert. Und als ihr Klassenkamerad, kümmere dich bitte um sie. Ja, natürlich. Wir kümmern uns beide umeinander. Also, wenn du mich dann bitte entschuldigen würdest... Ich muss auch noch was einkaufen gehen. Und was du mir gerade gesagt hast, werde ich an die beiden weitererzählen. Ja, dann muss ich mich da ja nicht mehr drum kümmern, dankeschön. Nach unserer Exkursion im April stehen sich die Schüler jetzt schon ein bisschen näher. Unglücklicherweise wahrt Juna noch immer eine gewisse Distanz von mir. Da muss ich wohl Geduld haben.
Puh, das sollte jetzt genügen. Ich glaube, ich habe mich langsam an die Pflichten eines Ausbilders gewöhnt. Oh ja, ich habe jetzt ganzes Abendessen vergessen. Es ist schon nach 8. Ich werde jetzt nicht zu Celestine gehen, dass er so spät noch was extra für mich kocht. Ja, das Wirtshaus sollte aber noch geöffnet haben. Das schadet sicherlich nichts, ab und zu mal dort zu essen. Gucken uns trotzdem nochmal um. In der Bibliothek war ich übrigens auch in der Schule. Und da gab es aber nichts Interessantes Neues zu lesen. Alter, so viel Alkohol. Aha. Ah, da bist du ja, Meister Rien. Hast du noch nichts gegessen? Du wirkst so blass. Wow, Celestine entgeht nichts. Mach dir darum mal keine Sorgen. Ich wollte heute auswärts essen. Nur um mal eine Veränderung zu haben. Ja, eine wunderbare Idee. Denn die Vielseitigkeit ist doch die Würze im Leben. Und denk dran, dass morgen ein freier Tag ist. Also bleib heute nicht zu lange auf und verdirb ihn dir. Ja, ich versuche dann zu denken. Dankeschön. Oder war hier noch irgendwas? Wen haben wir hier noch? Achso, die Direktorin, natürlich das größte Zimmer. Die einzigen, die jetzt noch hier sind, sind du, ich und der Butler von Hyams. Ja, ist ziemlich ruhig ohne die anderen. Toa und Ausbilder Randolph sind auch nicht auf ihrem Zimmer. Und Major Michael ist noch nicht mal in Leaves. Ach, das ist irgendwie eine Befreiung, dass ich hier den kleinen Wadenbeißer nicht in meiner Nähe habe. Und wenn er mir gerade nicht in die Waden beißt, dann ist er halt in seinem Zimmer und spielt an seinen Kommunikationsgeräten herum. Ja, er scheint immer was zu tun zu haben. Ja, er hat immer alle Hände voll zu tun. Und sein wildes Tier immer im Blick zu haben, muss schwierig zu sein. Ich glaube, sie spricht gerade von sich selbst. Dass eine von Major Michaels Aufgaben auch ist, die Direktorin im Auge zu behalten. Ja, der arme Kerl. Deshalb wurde Major Michael also hierher gebracht. Aber so wie sie das sagte, scheint sich die Direktorin wohl keine Sorgen darum zu machen. Momentan ist meine Aufgabe einfach, mein Territorium zu überwachen und meine Schützlinge aufzuziehen. Es ist zwar nicht ideal, aber ich gebe mein Bestes, um meine Zeit hier zu genießen. Naja, ich bin trotzdem sicher, dass du einen großartigen Job machst. Aus ihr werde ich nie so ganz schlau, was sie nun wirklich denkt. Oh, viele Leute. So, draußen stand Stark und Wayne und du bist Stark. Es wirkt vielleicht ineffizient, in einem Blitzkrieg ist es aber wichtig. Ha!
Die Logistik in der Schlacht ist doch wichtiger, als ich dachte. Scheint so, als ob er das Gelernte nochmal durchgeht. Aber das ist doch... Oh, hallo Ausbilder Rean. Tut mir leid, dass ich deine Konzentration störe. Du bist ein harter Arbeiter, oder Stark? Du scheinst also direkt dort weiterzumachen, wo wir im Unterricht aufgehört haben. Naja, meine Erfahrung als Kaufmannssohn macht sich hier halt bezahlt. Aber ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das Geschäft meiner Familie irgendwann mal übernehmen möchte. Ich schätze, dir gingen wohl sehr viele Gedanken im Kopf herum, weil du einer Militärakademie jetzt beigetreten bist. Aber Stark, was ich mich frage, warum bist du in der Zweigstelle und nicht in der Hauptstelle? Wie meinst du das? Na, ich sollte das vielleicht nicht sagen, aber die Hauptstelle hat eine große Geschichte des Erfolges und wir haben das nicht. Also in Sachen deiner eigenen Zukunft wäre es von größerem Vorteil, dort den Abschluss zu machen. Und mit deinen Noten hättest du doch locker da mithalten können. Ja, du bist ziemlich klug, Ausbilder. Aber können wir das vielleicht ein anderes Mal besprechen? Ja, natürlich. Sag mir einfach, wenn du meinst, dass der richtige Zeitpunkt gekommen wäre. Er probiert halt gerne neue Sachen. Und den Rest erzählt er uns später. Nicht durch den Schrank gehen, sondern durch die Tür, bitte, Rean. Jetzt müsstest du doch langsam wissen, wo der Schrank ist und wo die Tür. Warte mal, hier ist noch jemand. Du bist, naja, der aus der Band, das ist so genau der Schlagzeuger. Und du heißt Guido? Gustav. Ah, das ist gar nicht so einfach. Oh, er hat seine Sticks mit nach Hause genommen. Und auf den, damit er noch weiß, dass das nicht seine Essstäbchen sind, steht da extra noch Drumsticks drauf. Ausbilder Rean. Tut mir leid, dass ich dich gerade störe. Du kannst es gar nicht abwarten, wieder zum Modern Music Club zu gehen, was? Ja, das kann man wohl so sagen. Ich bin der einzige komplette Neuanfänger. Also möchte ich jederzeit üben, wann ich die Gelegenheit habe. Ich verstehe. Es freut mich, dass es dir Spaß macht. Ich glaube, du musst dir darum keine Sorgen machen, aber versuch einfach nicht zu laut zu spielen. Natürlich. Also vor allen Dingen nicht hier in dem Wohnheim halt, ne? Pablo und Kairi, würde ich mal sagen. Wow, Rockmusik ist so cool. Nicht wahr? Also, du kannst gerne den Club wechseln, wenn du Lust hast. Danke, aber da muss ich ablehnen. Ich habe aus dem Teezeremonie-Club noch nicht die Erfahrungen gezogen, die ich gerne machen möchte. Ach, ist das so? Naja, es gibt halt viele östliche Kampfkünstler, die ihre Konzentration aus den Teezeremonien ziehen. Das heißt also, es ist die perfekte Art und Weise, männlicher zu werden. Ja, Kairi, wenn du das so siehst, dann wirst du leider nicht männlich im klassischen Sinne. Und deshalb muss ich die Teezeremonie studieren, bis ich der männlichste Mann aller Zeiten bin. Alles klar. Oh ja, das Radio, die Radioshow geht ja gleich los. Radioshow? Ja, es gibt eine interessante Show im Radio Trista. Hast du Lust, dass wir uns das gemeinsam mal anhören? Das wird dir bestimmt gefallen. Okay, mache ich gerne. Ja, sind also auch neue Fans von der Abendtime. Oder wie es halt auf Englisch heißt, Evening Zeit.
Es scheint wohl interessant zu werden. Ja, Vita hat schon eine tolle Stimme, das muss man sagen. Die Zuschauer in ihren Bann zieht. Möglicherweise nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihren magischen Kräften. Ich versuche noch einmal die Namen, aber die beiden gerade, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Tennis spielen. Judith und ihr Name war mit... Nee, ich weiß es nicht mehr. Jessica. Ja, du spielst jetzt schon seit 3 Jahren, Luise. Ist das so beliebt in Remiferia? Oh ja, wir haben da ständig Turniere. Und natürlich spielt unser König, oder beziehungsweise ja, der hat doch unser Anführer, Prinz Albert, auch. Er ist sehr fähig und er sieht dabei immer sehr cool aus. Ja, es wundert mich nicht, dass es dann da so beliebt ist. Okay, beide, also Juna und Jessica, haben gegen Luise verloren. Und Muse. Aus Bildarien. Dir ist schon klar, dass ich hier ganz allein bin, oder? Du bist ziemlich skandalös, oder? Nein, ganz und gar nicht. Netter Versuch, aber in diesem Spinnennetz lasse ich mich von dir nicht einfangen. Lernst du gerade, Muse? Ja, das tue ich. Und zwar konzentriere ich mich ganz besonders auf unsere Geschichtsstunde, Ausbilder. Verstehe. Also gib mir Bescheid, wenn ich dir bei irgendwas helfen kann, was du nicht verstehst. Oh, Ausbilder Rien, was diesen Paragraphen betrifft. Wie ich schon sagte, ich helfe dir bei allem, was du nicht verstehst. Ach, du kannst auch keinen Spaß verstehen. Leo, also die Grünhaarige, hat Ellie ein bisschen Einzelunterricht im Schwimmen gegeben heute. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, wie sich Ellie wohl im Schwimmclub schlägt. Aber ich muss mir wohl keine Sorgen machen. Puh, ich bin total erschöpft. Mein ganzer Körper wird morgen ganz schön schmerzen. Okay, dann... Können wir uns vor dem Kneipenbesuch wahrscheinlich nochmal frisch machen. Ach ja, der Musikclub hat ja heute auch angefangen. Ja, hat er. Pablo und Gustav sind nette Leute, also wird alles gut werden. Aber Pablo redet halt immer sehr viel. Ja, das glaube ich wohl. Wenn du irgendwelche Probleme hast, dann rede ruhig mit uns jederzeit. Und du darfst natürlich auch uns gerne im Teezeremonie-Club besuchen. Ja, dankeschön. Wie nett alle zu Valerie sind, weil sie genau merken, dass sie Schwierigkeiten hat, sich hier zu integrieren. Ja, Valerie spielt Gitarre, das ist so cool. Man kann mit Valerie doch viel leichter sprechen, als ich dachte. Ich hätte schon früher mehr mit ihr reden sollen. Morgen wird geübt, es wird zwar laut, aber das muss ja nicht schlecht sein.
Das Aroma hat so viel Tiefe. Schmeckt halt genau wie Hausmannskost von meiner Mutter. Ja, ist so lecker. Ich habe das schon in der Klasse gesagt, aber Titas Kochkünste haben so eine Wärme. Sie packt halt so viel Liebe in jedes Gericht. Ja, auf jeden Fall. Und sie packt wohl nochmal extra Liebe rein, wenn ein bestimmter Bracer mit ist, was? Sandy. Ja, Liebe geht durch den Magen. Ja, wir dürfen nicht mitessen, weil die Zutaten ausgegangen sind. Tja. Er meditiert. Er scheint tief in Konzentration zu sein. Ich sollte ihn jetzt nicht stören. Morgen pausiert der Schwimmclub. Das heißt, ich kann mit den Gewichten trainieren. Womit fange ich nur an? Er scheint wirklich Spaß dran zu haben. Ah, es geht doch nichts über ein erfrischendes Bad. Ich laufe hier nicht vielen meiner Schüler über den Weg, was aber natürlich hauptsächlich daran liegt, dass ich wenig Schüler habe. Ich würde aber echt gerne mal ein richtiges Gespräch mit einigen von ihnen führen. Oh. Oh, hallo Kurt. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich hier bin. Ausbilder Rian, soll ich ein andermal wiederkommen? Nein, ist prima, komm ruhig rein. Nun gut, dann mache ich das. Ich verstehe, also Meister Yun Ka Fei. Ich habe den Namen schon mal von meinem Vater gehört, aber ich wusste nicht, dass es dein Meister ist. Ja, man kennt ihn auch als den Schwerteinsiedler. Er hat die Schule der Eight Leaves One Blade gegründet und aus seiner Schule sind ein paar beeindruckende Schwertkämpfer hervorgegangen. Aber das würde man nicht bemerken, wenn man nur ihn sieht, wie freundlich und umgänglich er ist. Am liebsten hat er in den heißen Quellen nach dem Training getrunken. Ich verstehe. Also genau das Gegenteil von meinem Vater. Wie man so schön sagt, der Weg des Schwertes hat viele Verzweigungen. Ich denke, man kann sogar sagen, dass jeder einzelne Schwertkämpfer seinen individuellen Weg hat. Ich bin sicher, dein Vater und auch dein Onkel General Zex und dein Bruder Oberstleutnant Müller haben ihre eigenen Wege. Ja, das stimmt. Die drei sind sich auf dem ersten Blick zwar sehr ähnlich, aber in Wirklichkeit sind sie doch ganz schön unterschiedlich. Auch wenn sie alle einen ähnlichen Körperbau haben. Ja, also alle groß und stark. Ach, deine Statur passt doch hervorragend zu dir. Erinnert mich ein bisschen an meine. Es ist ein guter Körper für die Schwertkampfkunst. Wenn man
mehr Wert auf Geschwindigkeit legt. Und deshalb kommst du auch so gut mit deinen Doppelklingen zurecht. Ich verstehe das, aber in der Natur der Wender-Schule... Ach nein, ich wollte nicht wieder mit dem Thema anfangen. Entschuldige bitte, dass du dir hast mein Gejammer anhören müssen. Ich bin froh, dass wir über Schwertkampfkunst sprechen konnten. Ja, wir können das gerne jederzeit wieder machen, wenn du Lust hast. Aber morgen ist ein freier Tag, also trainier heute nicht zu viel und geh früh ins Bett. Verstanden. Ja, dann sind wir hier durch. Dann gehen wir nochmal ins Wirtshaus. Was? Und überall sonst hin. Wenn wir dürfen. Oh, es ist Mutti. Na, wenn das nicht meine kleinen Süßen sind. Es ist ein bisschen spät, dass ihr hier noch draußen auf der Straße seid. Ich habe euch doch gesagt, ihr müsst um 5 zum Abendessen nach Hause. Tom, hörst du mir aber zu? Ja, ja, ich weiß. Du musst aber nicht immer so meckern. Jetzt werd mal nicht schnippisch mit mir, junger Mann. Okay, ist also alles ihre Schuld hier, weil sie so lange gebraucht hat, bis sie ein passendes Stofftier in der Stadt gefunden hat. Ich musste ja noch irgendwas kaufen. Ich weiß nicht, ob in diesem Laden oder woanders, was ich im ersten Monat vergessen habe. Ich hoffe, ich kann es hier noch kaufen. Irgendwie so ein Saft oder sowas. So, ich bin mit dem Aufräumen fertig. Wir können öffnen, Alter. Gute Arbeit. Du wirst besser und besser. Du hast ein... Oder eine großartige Zukunft wartet auf dich, junger Mann. Ja, natürlich. Ich bin ja auch dein Enkel. Ja, du bist wirklich... Auf dich ist Verlass. Aber ganz egal, wie verlässlich du bist, es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Ich hörte, Cheryl hat dich wieder besiegt. Nein, ich habe sie gestern beinahe beim Armdrücken besiegt. Ah, sehr gut. Kinakopeki. Ich hoffe, das ist der erste. Ich glaube, ich habe 4 Pekis gekauft. Gibt es noch mehr Angelzubehör? Das will ich jetzt aber nicht ausgeben. Ich weiß noch nicht, wofür ich noch Geld brauche jetzt. Ich will mal eben nach den Packies gucken. Ja, Kinako ist vor Raspberry, also vermutlich habe ich jetzt die beiden ersten Packies und die anderen, das dauert dann halt noch. Ach so, genau. Und was sonst? Irgendwelche Zutaten habe ich jetzt keine Lust. Angelköder haben wir noch 13, das reicht auch. Was können wir für den Fisch bekommen? Nur Sachen, die mich gerade nicht interessieren und die wir ganz oft haben. Ach so, warte. Hier geht es auch noch weiter. Ich warte mal. Also die Sachen hier, die kann ich mir auch so von Geld kaufen.
Guck mal, in der Kapelle ist noch eine optionale Quest. Gehen wir erstmal hier lang. Aber Quest machen wir auch nicht mehr. Ich mache jetzt noch die Nebengespräche hier und wir gehen nicht mehr ins Wirtshaus und wir machen auch nicht die Quest. Heute. Machen wir morgen in der Folge. So, er hat mit dem Hund Cerberus gespielt heute. Ach, Cerberus, da muss ich noch an Final Fantasy denken. Ne, warte mal. Ihr seid hier zu dritt, ja? Ja, okay, das ist das Gleiche. Okay. Es kann ja immer sein, wenn man ja ein zweites Mal anspricht, dass einer dann doch vielleicht nochmal ein Buch rausrückt oder wie auch immer. Ich wollte eigentlich gemeinsam mit Munk Abendessen, aber ist das vielleicht... Na, ich störe da besser mal nicht. Das ist doch hier seine Rezeptionistin. Gehen die jetzt gemeinsam aus? Also dann bis später. Oh, du gehst nach Hause, Linley. Ich wollte gerade eine Aufzeichnung beginnen. Und deshalb wäre es schön, wenn hier jemand aufpassen könnte. Ja, würde dir so passen. Aber meine Arbeitszeit ist bereits beendet. Also, tschüss. Wer hätte damit gerechnet, dass das Leben als Programmdirektor so einsam sein würde? Geht's dir gut, Munk? Oh, Rien. Es geht mir prima. Besser gesagt, es geht mir großartig. Echt super. Aber Linley geht nach der Arbeit immer direkt nach Hause. Ich wünschte mir, sie würde ein bisschen mehr bei der Show helfen. Ja, so eine Show auf die Beine zu stellen, ist natürlich viel Arbeit. Das kann nicht eine Person alles alleine machen. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ja, natürlich, ich gebe mein Bestes. Warte, nein. Dürfen wir hier rein? Ja. Auch hier könnte ja ein Buch auf dem Tisch liegen. Was ist hier unten eigentlich? Abgesperrt ist da unten. This might be a good spot. Ich will noch einmal angeln. There. Got a bite. It got away. There. Got a bite. This is promising. Ein ziemlich dicker Kavenzmann. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon jemals gefangen habe. So wie der immer zieht. Huiuiui. Regenbogenforelle? Ja, tatsächlich. Das finde ich gut, dass man das den Fischen denn schon ansehen kann, was sie denn sind. So, nochmal ins Café. Schmidt ist da. Professor Schmidt, das ist aber selten, dich hier in der Stadt zu sehen. Naja, solange ich nicht absolute Konzentration benötige, esse ich immer außerhalb des Labors.
dass ich hier sitze, ist keine absolute Seltenheit. Und ich wäre dir dankbar, wenn du nicht so unbegründete Hypothesen aufstellen würdest. Tut mir leid. Gibt es einen Grund, dass du hier bist und nicht im Wirtshaus? Warum sollte ich denn dorthin gehen? Ich bin ja auf der Suche nach etwas zu essen und nicht nach einem Schläger. Sag mal, denkst du auch jemals vorher drüber nach, bevor du den Mund aufmachst? Tut mir leid nochmal. Das ist immer so schwierig. Aber heute scheint er noch ganz besonders geladen zu sein. Okay, weil er kann es nicht leiden, dass er rumkommandiert wird. Dass er dieses und jenes erledigen soll. Er ist lieber sein eigener Chef. Okay, wir können ein neues Rezept lernen. Ein Schinken-Sandwich. So, dann können wir nochmal zum Bürgermeister gehen. Und dann nochmal zum Nine Valley. Hör auf, Frankie. Komm mir nicht mit der Einstellung. Ach, halt die Klappe. Ich möchte mein eigenes Leben leben. Was? Wie kannst du dein eigenes Leben leben, wenn du nicht genug Verantwortung hast, um deine Pflichten zu erfüllen, du Idiot? Was hast du gesagt? Ich hasse dich, Vater. Halt die Klappe, Vater. Du bist so ein Penner. Und Trottel. Lass mich mein eigenes Leben leben. Du bist eine Schande. Bleib einfach hier, du wertloser Sohn. Tut mir leid, insbesondere weil es schon so spät ist. Die beiden sind immer so. Cerberus, was machst du denn da? Der Bestand sieht ziemlich gut aus diesen Monat. Ich denke, es hat sich gelohnt, die ganze Mühe auf sich zu nehmen. Die Leute kaufen diese neue Granate wie verrückt. Also nochmal 3 weitere Koffer. Ups, meine Gelenke schmerzen wieder. Meine Mutter sagte mir, das sind Wachstumsschmerzen. Aber ich will gar nicht noch größer werden. Dann muss man sich ja neue Kleidung kaufen und so. Also ist sie wirklich noch ein Kind. Macht mir ein wenig Angst, wie sie mal wird, wenn sie älter wird. Ja, als ob wir auch so eine junge Shirley jetzt vor uns sehen. I got some good stuff. Okay, ich freue mich, dass wir keine neuen Waffen kaufen können. Come
buy something? Okay, da können wir ein Geschenk machen. Dann muss ich nochmal irgendwas kaufen. Holy Chain. Können wir das hier kaufen, eine Holy Chain? I got some good stuff. Die Stimme, die passt irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Come on, buy some more. I got some good stuff. So, dann haben wir ein Geschenk für Claire. So, hier ist diese Packy-Geschichte. Da brauchen wir jetzt noch Lemon und Matcha-Packy. Dann können wir uns so eine Bronze-Badge holen. Dann brauchen wir noch 4 weitere Packys, noch 4 weitere Packys. Und dann können wir irgendwann unsere Platinum-Badge bauen. Und die bringt halt knapp 10.000 Hitpoints. Das ist schon nicht schlecht. Denke ich mal. Ja, der erste Angriff macht 50% mehr Schaden. Leider nur 50%. Das war früher mal, gab es so einen Quarz, der sorgt dann dafür, dass man doppelt Schaden macht im ersten Angriff. Na, wir haben eh kein U-Material. So, gibt es hier noch irgendwelche Sachen? Blondes Haar für Laura. Habe ich das irgendwo übersehen? Sieht so aus, ne? Muss ich leider kaufen. Hm? Done already? Shining Pom Droplet lassen wir erstmal. Ich weiß ja noch nicht mal, wofür das überhaupt da ist. Man kann es hier wahrscheinlich irgendwo sehen, ne? Bei Item. Ach so, damit können wir eine Stufe aufsteigen. Egal welche Level wir schon sind und bekommen halt noch einen Serum Powder. Serum Powder war Wiederbelebung mit vollen Hitpoints, meine ich. Ash, ein paar Granaten kaufen oder was willst du hier? Mann, das ist mir mein Laden hier. Ash, was machst du hier? Ah, nur ein bisschen einkaufen. Sie verkaufen hier Gemischtwaren. Ja, das ist ja schön und gut, aber du brauchst bestimmt keine weiteren Waffen. Und wenn du doch Waffen kaufst, vergiss nicht, sie in der Akademie registrieren zu lassen. Ja, ich weiß. Ja, und wir sollen uns mal nicht in die Hosen machen, denn er kauft ja hier nur ganz normale Sachen, behauptet er. Sonst sind wir fast durch. Müssen wir noch mal in die Boutique. Und dann ins Spielefachgeschäft. Hast du mehr nette, ausgestopfte Tiere hergestellt? Versteh mich nicht falsch, ich mag die auch, aber du musst einfach männlicher werden. Ansonsten wird Rachel dich niemals als Mann akzeptieren. Was hat Rachel jetzt damit zu tun? Ja, ich wollte schon immer eine große Schwester.
Ach so, das ist die, die ihren Bruder beim Armdrücken besiegt hat oder so. So, was haben wir hier? Rotes Hyrene kommt überhaupt nicht in Frage. Und diese Sachen sind ja auch schlechter als die Rüstung, die wir schon anhaben. Das freut mich, dass es hier momentan gerade nichts Besseres gibt. Brauche ich nämlich kein Geld auszugeben. Ja, ich weiß ja nicht warum, aber nachts einkaufen zu gehen macht echt Spaß. Ja, diese Jacke ist so cool. Wenn ich die anziehe, dann werden die Mädels alle über mich herfallen. Ja, träum weiter. Oh, guten Abend. Suchst du nach mehr Material für deinen Unterricht? Du arbeitest so spät noch so hart. Ja, das und ich gucke mir nochmal die Gegend an. Denn ich habe ja schon mal erlebt, dass einige Schüler hier noch umherstreunten so spät abends. Naja, ich gebe dir Bescheid, wenn ich noch welche sehe. Übrigens, was hältst du von meinem Laden? Naja, die Auswahl an Büchern ist gut und du nimmst auch Bestellungen entgegen. Das ist alles sehr praktisch. Ich verstehe. Also es ist nicht die, die Varianz. Verkäufe waren nämlich ziemlich schlecht in diesem Monat. Es ist wahrscheinlich die Schuld von Markus. Seine ausgestopften Tiere sind einfach zu süß. Und er verkauft sie halt wie geschnitten Brot. Ich bin so neidisch. Ich meine, er ist wirklich eine Bedrohung für meinen Laden. Ich muss mir auch was Neues einfallen lassen. Ich verstehe, er ist also sowas wie dein Rivale. Das erinnert mich ein bisschen an Hugo und Becky. Ich frage mich, wie es denen wohl geht. Ein Sports Companion für Juna als Geschenk. Oh ja, Proverbs, die hatte ich auch noch vergessen bisher. Davon wollte ich dann zwei Stück haben, bitte. So, die anderen Karten habe ich alle einmal. Die hatte ich irgendwann auch nochmal nachgekauft, als ihr nicht dabei wart. Also in Palm oder in Sand Arc irgendwo da. Na gut, dann können wir die Geschenke eben machen. Ach ja, genau, die Fotos haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Ne? Foto von Rosine. Foto von Annabelle. Und jetzt das Sports Companion für Juna. Das ist ein Buch über Sport in Erebonia. Ja, du scheinst doch gut in Sport zu sein. Ich dachte, du liest vielleicht auch gern was darüber. Naja, ich habe schon ein bisschen Interesse dran, aber... Naja, danke. Ah, 10 Punkte Stärke, das hat sich gelohnt. Ich sollte auch Major Claire ein kleines Geschenk schicken. Ich hoffe, sie mag es. Ach, guck mal, da geht der Bond-Level nur bis 3.
Okay, ich glaube, dann sind wir durch. Dann machen wir Anfang nächster Folge diese Nebenquest. In der Kirche. Also, dann macht's gut, bis morgen. Tschüss.